Hallo zusammen, ja, zur nächsten Mod-Vorstellung und zwar heute einen Marshall Ferguson MS4700. Der gute Trecker hat eine Größe von 14,8 Megabyte. So sieht er aus, zumindest im Shop. Genau, ja, konfigurieren wir mal. Felgenfarbe kann man ändern, auch so, oder wie ihr das wollt, in Blau, je nachdem halt. Gelb. Ja, mir würde man sagen, wir gehen mal wieder in dem Schwarz. Sieht doch vielleicht nicht so schlecht aus. Ja, so ein komisches Dächeln oben drauf. So ein halbes Dach. Trelleborg als Reifen, Nokian als Reifen und das war's auch schon wieder. Trelleborg geht mit Standard. Radgewichte doppelt hinten. Pflegebereifung. Standard. Dann haben wir Design, No Fenders. Dann haben wir mit Frontbleche und ohne. Wir machen mal mit. Dann haben wir Motorausführung mit 90 PS oder 100 PS oder 90 wieder. Also nicht viel. Frontlader machen wir mal hin. Aloe-Konsole oder nein. Mal lassen wir ein bisschen, lassen wir mal weg. Wir haben ja kein Aloe hier. Gerade da. So. Gucken wir gleich mal rein in das Gerät. Kostet 51.000 Euro. So. Und da drüben steht er auch schon. Da sieht das Ding immer nicht aufgestellt hier. Mensch. So, das ist er. So sieht er aus. Zieht mich ja auch relativ viel vom Motorblock hier. Also, ja, detailliert, würde ich mal behaupten. Oh, so kann man es auch machen, ne? Ja, so sieht er aus von der anderen Seite. Von vorne hat, wie gesagt, ein Gewicht dran. Man kann wahrscheinlich auch normale Anhänger hier anhängen. Ich mal behaupten. Hier hinten, so sieht er aus von hinten. Genau. So, gucken wir mal rein. Was kann man denn hier Schönes veranstalten? Hupe. Okay. Motor kann man anlassen, sonst kann man hier drin jetzt scheinbar nichts machen. Genau, lassen wir mal den Motor an. Das hört sich so nach Standard an irgendwie. Die Füße bewegen sich nicht, ne? Nee. Es funktioniert auf jeden Fall, wir sind dran. Die Belastungszahl funktioniert auch. Gut. Sieht von innen drin aus. Lenkrad wird bedient. Füße allerdings, wie gesagt, nicht. Lenkpedale auch nicht. Und Umleuchte funktioniert. Ja, das funktioniert soweit. Rückwärtsgang funktioniert auch soweit. Supi. Dann gucken wir mal kurz, wer es im Dunkeln macht. So, so sieht er aus von innen. Einmal Lampe an, zweimal Lampe an, dreimal. Aber innen drin tut sich hier gar nichts. Einmal Lampe vorne, hinten. Zweimal Lampe. Es reicht jetzt auch schon wieder. Super. Dann wird es schön hell hier beim dritten Mal. Dritten Mal geht es aus. Okay. Es regnet, aber ich sehe es hier nicht. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ich bleibe trocken sozusagen, ja. Wenn man es so nimmt. So. So, Blinker wollte ich ja noch zeigen. Die funktionieren hier. Die andere Blinkerseite funktioniert auch. Okay, das funktioniert. Und Warnblinker tut hier auch. Und tut hier auch. Okay.
bleibt auch stabil. So. Ich glaube, es ist die Standardzahlen gewesen, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. So, was soll ich sagen? In die Lok reingucken. Größe vom Motor habe ich euch ja schon gesagt. So sieht's aus. Hier gibt es einen Error, wobei ich nicht vielleicht nicht unbedingt sagen kann, dass es vom Mod kommt. Allerdings haben wir hier Warnings drin. Ja, was soll ich sagen? Hier sind halt einfach noch Warnings drin. Ja. Von dem her, das obere war vom anderen noch. Also Warnings sind drin. Und da unten haben wir auch noch eine Error, wobei ich das vermutlich eher eine Map geschuldet. Ja, das ist die Map wahrscheinlich. Okay, gut. Das zu diesem Thema. Link in der Beschreibung zum Runterladen, wenn ihr den haben wollt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch ein Däumchen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.